Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Tokitori. Ja, ich habe mich jetzt entschieden, wie ihr vielleicht schon gemerkt habt, das auch als LP zu machen, weil ich finde das süß. Und es sind nicht nur die, hatte ich am Schluss der letzten Folge total vergessen, es sind nicht nur die 12 Level hier und dann nochmal hier die 7 und dort die 3, sondern wir haben hier dann noch andere. Jetzt sind wir im Wasserfall, weil danach kommt das Gruselschloss, dann der Schleimkanal, danach der Blasenpark, danach das wahrscheinlich Laboratorium oder so. Gut, aber wir wollen uns nicht weiter aufhalten. Wir fangen gleich an oder machen gleich weiter mit der Nummer 8, wo wir gestern aufgehört haben. Mit der Eiskanone kannst du einen Eisstrahl abfeuern. Dieser Strahl verwandelt sein Ziel zu einem festen Eisblock. Vorsicht, Eiswürfel können den Weg blockieren. Ich vermute, dass das erste hier noch als eine Art Einführung dient. Vermute ich einfach mal. Wäre jedenfalls logisch. So, ja, ich bin bereit. Und hier wird gleich unser kleiner Tokitori kommen. Bei dem Pfeil. Eisstrahlen. Wie es scheint, haben wir unendlich viele. Nein! Ja, ich war... Aber jetzt sehen wir mal, was passiert, wenn man auf das Stachelschwein tritt. Wir können zum Menü zurück, neu versuchen oder zurückspulen. Ich glaube, das beides nimmt sich gerade nicht viel, aber ich spule trotzdem einfach mal zurück. So. Aha. Ich weiß allerdings nicht, wie lange das anhält. Na? Pam pam! Ach, dann kommen wir jetzt vielleicht hier hoch. Kommen wir nicht? Na gut. Und die bleiben offenbar länger eingefroren. Scheint mir jedenfalls so. So. Okay, also es ist... Der Anfang hier, das scheint wirklich noch sehr viel Lernstoff zu sein, um einfach mit dem... Tokitori und dem Ganzen klar zu kommen. Weil wir können hier auch zum Schluss, wir können Geister fangen oder so, Monster sammeln, Objekte miteinander verbinden und alles sowas. So, auf zu Nummer 9. Hier sollen wir das jetzt bestimmt praktisch anwenden. Und da werden wir gleich erscheinen, also Tokitori. Und wir haben drei. Wir können dreimal vereisen. Und ich nehme an, dass wir dort zum Schluss hin müssen. Weil dort sehe ich jetzt keine Möglichkeit, dass wir wieder zurückkommen könnten. Ach nee, das ist der Porter. Ach stimmt. Nein, vereisen können wir unendlich. Das ist der Teleporter dort. Ich würde sagen, wir holen uns aber trotzdem zuerst dieses an. Und dann... Ja, aber wir könnten von hier unten uns dann dort hochporten. Ich sage, wir gehen jetzt einfach mal hier runter. Wir probieren das jetzt einfach mal. Und schlimmstenfalls machen wir es halt nochmal. Ha. Ich glaube, Tokitori kann auch interagieren mit Objekten. Zum Beispiel, wenn er den hier vereist. Nein. Das ist ja jetzt gut. Oder so. Dann machen wir jetzt nochmal. Nein, das geht nicht. Nein. Ja, nee, dann lass es doch. Ja, ist doch gut. Nein. Nein, ja, ist gut. Ist okay, ist okay. Ah. Geht's jetzt? Verdammt. Geht immer noch nicht.
Ja, ist gut. Nein! So. Gut. Nirgendwohin. Jetzt geht's. Jetzt nirgendwohin geht. Das war dann vielleicht gar nicht so clever. Und wenn wir jetzt so, holen wir uns erstmal das. Und dann die beiden. Das ist mit dem Vieh hier natürlich wahnsinnig doof, obwohl ich habe eine Idee. Nein, 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 nein. Ich dachte, der geht bis hinter das Ei. Oh, nee. Super. Fabulös. Es geht ja gar nicht nach oben. Also gut, das verstehe ich gerade nicht richtig. Hier kommen wir ja dann auch nicht mehr hoch. Das geht auch nicht. Ich habe eine andere Idee. Ich mache mal einen Neustart. Und dann holen wir uns jetzt einfach mal das Ei zuerst. Ja, ich bin da nicht so aha. So geht's. Ja, ich bin alles andere als perfekt, was Rätselspiele angeht. So, und dann jetzt nach unten. Das Ei holen, dann dorthin. Und dann reicht's noch genau für einen. Perfekt. So, und dann einmal und dorthin. Und das Ei holen. Ah! Ja, bei solchen Rätseln, ich brauche immer ein bisschen länger. Aber wir haben es ja professionell gelöst. Letzten Endes. So, und damit gleich zu Kapitel 10. Ach je. Wo landen wir? Ich sehe verschreckt den Pfeil. Ach, dort oben. Und wir haben nur eine Brücke zum Auswahl. Kein Teleporter und kein Vereisungs-Ding. Wo könnte man denn hier eine Brücke bauen müssen? Hier vielleicht. Um, wenn man hier unten gewesen ist, hier wieder hochzugehen und dann hier so reinzukommen. Ah, ne, dort oben hinzukommen. Ah, okay, ich probiere das einfach mal. Ach, der geht jetzt nicht weiter, ja. So, gut. Dann holen wir uns jetzt hier das Ei.
und gehen dann hier so rüber. Und dann dahin. Erstmal so. Ach, da ist der. So, und dann jetzt. Jetzt aber schnell und dann hier hoch. Nein. Nein, warum geht das nicht? Nein. Oh Gott. Ah, ich wollte hier hoch und dann hier so das Ding, die Brücke machen. Na, hier bringt es mir aber auch nichts, wenn ich mir hier jetzt eine Brücke baue. Und hier auch nicht. Dabei wäre das perfekt gewesen. Dann hier hoch und dort die Brücke bauen und dann hier rüber. Wäre aber wahrscheinlich auch zu einfach. Können wir hier mit dem Wasser hier so runterfließen? Wahrscheinlich nicht, ne? Ach nee, der hier unten, das ist der, der vorher hier oben lang gelaufen ist. Ach, da hätten wir... Ah! Alles klar. So. Dann gehen wir hier lang. Und dann so und dann mache ich das so. Und hier und dann ist die Brücke doch für da. Ich bin nur an der falschen Seite runtergegangen. Seht ihr? Tata. Nein. 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 Alles klar. Ein Glück, man kann zurückspulen. Es gibt ja nicht nur Toki Tori 2 dann auch noch. Das Spiel habe ich übrigens auch. Es gibt auch noch in so einer ähnlichen Art, auch so ähnlich gemacht. Ja, das war jetzt natürlich sehr klug. Okay, also, okay. Ja, ich muss den doch hier oben so rauslassen, dass der hier so lang läuft und dann, damit er dann hier unten ist und nicht hier so nur seine Runden zieht. So, also doch dieses Ei zuerst. Nee. So. Ja, es gibt in so einer ähnlich gemachten Art wie das hier nochmal Ice Age 3 und da spielt man auf jeden Fall am Anfang Scratch. Und das finde ich ja schon mal sehr cool, weil ich finde Scratch schon mal sehr geil. Ich mag den Kleinen einfach. Da habe ich auch schon überlegt, ob ich das dann auch nochmal spiele. Aber erstmal sind wir natürlich hier und helfen Toki Tori die Eier zu bekommen und Monster zu sammeln und Geister zu sammeln und Objekte zu benutzen und Objekte zusammen mit anderen Objekten zu benutzen und. So, jetzt kriegen wir das Ei hier, weil der ist jetzt hier unten, beschäftigt sich dort. Und dann holen wir uns erstmal schnell das Ei. Und dann holen wir uns noch die letzten beiden Eier und dann haben wir das Level auch geschafft. Ich bin ganz stolz auf mich, ja! Und ohne Joker und so. Ja. Durch das Lösen des Levels hast du die Bonuslevel dieser Welt freigeschaltet. Juhu. Jetzt schon? Nee. Ach, das hier sind schon die beiden Bonuslevel. Okay. Na dann auf zu Level 11. Gratis-Tipp. Noch Gratis-Tipp. Für den Rest musst du bezahlen. Mit deiner Seele. Wenn du ein Level nicht schaffst, kannst du den Joker benutzen. Aktiviere ihn im Pausenmenüpunkt. Toki Tori springt dann sofort zum nächsten Level. Es gibt nur einen Joker, aber du kannst ihn wiederbekommen, indem du das Level abschließt. Es gibt nur einen. Na gut, gefunden haben wir ihn ja schon vorher, aber dass es nur einen gibt. Hier kommen wir raus. Die bewegen sich noch nicht. Ah, jetzt.
So, diesmal haben wir zwei Brücken, zwei Teleport-Dinger und wir können vereisen. Oh, nur einmal. Verdammt. Ich hätte wahrscheinlich den hier unten vereisen müssen. Wenn ich jetzt so drüber nachdenke. Ja, bestimmt den hier unten, damit ich dort rankomme dann. Gut. Gehen wir erstmal hier hoch. Bauen dort eine Brücke. Holen uns das Ei. Gehen dann nach hier und bauen die Brücke hier unten wieder auf. Ach so. Ach nee, wir haben einen Teleporter, aber. Das wäre jetzt wahrscheinlich wahnsinnig clever. Ach, es geht auch gar nicht nach oben. Noch besser. Ach so, und jetzt komme ich hier auch nicht runter. Das ist ja gut. Also ich komme hier wieder hoch, aber ich komme hier nicht mehr runter. Das ist ja natürlich nur hier hinten lang. Oder kann ich die nicht einfrieren? Und wenn ich dann das hier, nämlich wenn ich den nicht einfriere, sondern so irgendwie, keine Ahnung, wie ich hier drüber kommen sollte, und das dann wegnehmen, und dann läuft der ja sofort wieder los. So, ich probier mal was. Hier könnten wir uns dann zum Beispiel vielleicht wieder hochkaufen, obwohl, die können wir wahrscheinlich nicht. Und wenn ich jetzt hier einfach runterspringe... Mal schauen, was er macht. So, jetzt habe ich das Ei. Ah. Nein. Aber er ist doch gerade hier drauf gegangen, hier oben. Ja, jetzt komme ich nämlich hier nicht mehr weg. Das dachte ich mir nämlich schon fast. Tja, und wenn ich von hier konnte ich mich auch nicht hoch. Ach nee, kam ich nicht hoch. Ich war ja gar nicht hier oben. Doch, ich war hier oben. Hier so. Habe ich mich ja hochgeportet, aber da ging es. Ich weiß gar nicht, ob es da hoch ging. Ich glaube nicht, weil das ist zu dick hier. Es sind ja zwei so eine Dinger und es darf nur eins sein. Aber eine der Brücken ist bestimmt für hier. Das ist die. Die andere muss dort oben hin. Die Frage ist nur wann, weil ich kann ja hier nicht einfach langlaufen und dann treffe ich ja auf die. Also muss ich schon von dort oben runterspringen. Mir das dann holen? Aber wie mache ich das? Weil ich müsste dann wieder zurück, um dort dann die Brücke zu bauen und das zu holen. Dahin.
Nee. Ah, hier daneben könnte ich mich wahrscheinlich porten. Und dann da hoch. Was mir aber auch nicht viel bringt. Das ist für mich alles noch nicht richtig schlüssig. Also wir haben zwei Brücken, wir haben zwei Teleporter, glaube ich, und einmal eine Eiskanone. Und die Eiskanone müssen wir bestimmt bei dem hier unten einsetzen, bin ich mir fast sicher. Aber damit habe ich ja jetzt auch nichts gewonnen. Und der kann jetzt hier auf den Eisblock steigen. Jetzt könnte er sich hochporten, aber gleich kann er nicht hochsteigen. Ach klar, weil es zu hoch ist. Ach, jetzt kann ich mich hochporten. Aha. Hilft mir jetzt aber nicht wirklich weiter, weil mir trotzdem noch das Ei dort unten fehlt. Und ich habe keinen Porter mehr. Theoretisch müsste ich mich jetzt hier runter porten. Ich habe schon, ich glaube, ich habe vorhin den einen Porter einfach sinnloserweise benutzt. Ich kann mich schon gar nicht mehr richtig daran erinnern. Oh, hier schrecklich mit mir. Aber die Folge ist hier sowieso schon länger zu Ende. Und wie es weitergeht, das seht ihr in der nächsten Folge, ob ich den Weg finde oder nicht. Ach je. Also bis dann. Tschüss. So.